Das ist meiner Ansicht nach eine unglaubliche Groteske. Dieselbe Finanzmarktaufsicht hat bei den Banken bisher jämmerlich versagt. Stichwort BAWAG-Skandal. Dort haben sie nichts gesehen. Dort haben sie jahrelang nichts getan. Da haben sie zugeschaut, wie die BAWAG an die Wand fährt. Sie haben zugeschaut, wie die ganzen Banken, auch die Geschäftsbanken in Österreich, der Reihe nach sich in horrende Spekulationen begeben haben. Da haben sie nicht gehandelt. Aber einen kleinen Unternehmer, der sich versucht, abseits der Banken Fremdkapital in sein Unternehmen zu holen, den behandeln sie wie einen Schwerverbrecher. Da sieht man einmal, dass auch die Finanzmarktaufsicht nur dann gegen, tätig wird, wenn es gegen Kleine geht, wenn es im Interesse der Banken gilt, sich den Markt für die Banken zu sichern, aber keinerlei Veranlassung hat, gegen die österreichischen Banken vorzugehen, wenn es um die Großen geht. Raiffeisen, BAWAG, Erste und so weiter sind alles Beispiele dafür, wo sie längst hätten tätig werden müssen, wo sie aber wie der Blinde sich verhalten haben und in Wirklichkeit bei jeder Prüfung Bestätigungsvermerke ausgestellt haben, wo schon längst keine Bestätigungsvermerke mehr angezeigt gewesen wären.